Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Folge von 7 Day to Die. Ihr kommt gerade richtig. Wir starten jetzt gerade durch. Noch die letzten paar Minuten. Bis die Nachbarn nicht mehr rennen. Ich starte jetzt absichtlich auch mal die Uhr nicht. Und dann geht es los. Wir wollen noch... Ja... Unsere Lootbox, unser Supply Drop, holen wir uns noch ab und ja, schauen, was es unterwegs zu looten gibt. Ihr seht, die Schrotflinte ist aufgelevelt worden. Ja, was haben wir sonst noch? Pistole habe ich auch noch aufgelevelt, Bogen und ein Knüppelchen. So, ich... Ich hoffe jetzt, die rennen nicht mehr. Ich gehe jetzt los. Start die Uhr und los geht's. Wenn hier einer wetzt, dann bin ich es. Ja, wie man am schmucken Türmchen ansieht, hier oben waren wir schon. Oh, ein Kanunkel. Ja, dort hinten werden wir wohl nicht drauf kommen. Also wir müssen hier hoch. Ja. Ja. Ja, habt ihr mal Spaß zusammen. Den Spaß gönne ich euch. Da kann hier bleiben, habe ich auch Besseres. Ja, jetzt mit dem Bären anlegen, nö, ich weiß nicht. Ja, kommen wir hier überhaupt irgendwo noch hoch? Das sieht schon nach kleiner Weltreise aus. Sieht auch nicht aus, als kämen wir hier wirklich hoch. Na, wir werden sehen. Andere Frage ist, kommen wir wieder runter? Nimmt mich Wunder, warum kommen wir runter, ohne uns die Haxen zu brechen? Ja gut, ne Kopfschmerztablette. Und Schneegebiet, na Mahlzeit. Wunderprächtig. Mädel, Mädel, sag hallo. Gut, das hält mal auf. Krieg so dezent das Gefühl, dass ja eben Schneebiom. Ich bin da nicht wirklich begeisterungsfähig für Schneebiome. Ja, Kollegen, wie diese, ja. Ich sehe mich rennen. Du gehst in die andere Richtung. Ja, das gefällt. Nett. Ja, hallo, wo habt ihr das Teil hingeparkt? Da,
geht eine Straße hoch. Wirklich? Ich fühle mich leicht verarscht. Da ist wirklich eine Straße hochgegangen und ich mache einen Umweg von ja, schon fast astronomischen Dimensionen. Wunderbärschen! Ja, Bones, du hast es raus. Jetzt bleib ich noch am Müll hängen. Ja, das wird ein Spaziergang. Was habe ich hier für eine Map gekriegt? Du süßen Stein, ja, können wir's. Lass mal. Ich muss da ganz kurz mal anders hin hocken. Oh ja. Nehmen. Ja, den alten Lumpen kannst du behalten. Ob ich hier hoch noch einmal komme, das steht in den Sternen. Ich für meinen Teil bezweifle das. Was soll denn das? Danke, war eine Errormeldung. Prächtig. Jetzt spinnt mein Spiel. So, wir haben das Kistchen erreicht. Yes, Raketenwerferbauplan. Scharfschützenbauplan. Oh, Bauplan für die starken Flintenlaufgeschosse. Und ein Lämpchen. Na, fein. Es kann nur besser werden. Ich sagte besser werden. Nicht mir hinter nachkommen. Besser. Nun nicht besser mir hinter nachkommen. Immer diese Relativiererei hier. So. Ja, 7 Uhr morgens, also. Noch nicht einmal Knoppersteig, also bitte. Können wir uns doch schon mal. Na, Kollege, du hast ja wirklich Mut. Das ging daneben. Macht nichts. Ist da noch mehr? Seid ihr drin oder draußen? Verfluchten Krabbler. Jetzt. So. Scheint, als wäre mir das Glück gesold. Ja. Hab ich, ist nicht wahr. So, was haben wir hier Schönes? Was zu futtern? Stinkt nicht und ist nahrhaft. Na, kommt hier gleich die ganze Großfamilie. Feuerpfeile? Ich weiß, was ich als nächstes mache.
Ja, Kochtöpfe. Ich habe tonnenweise Kochtöpfe. Na, was denn? Ja, wegen. Ja, ihr könnt das Haus haben. Ich habe es inspiziert und es ist bautechnisch eigentlich auf der Höhe. Also von diesem Falle her wäre es kein Problem, sich dort niederzulassen. Was denn nu? Ich sehe Mais. Mais ist gut. Mais ist ganz gut. Und ab dafür. Ja, 9 Uhr. Wirklich viel Stress haben wir jetzt auch nicht. Bräuchten wir noch was? Jo, etwas Steine, etwas Holz. Können wir ja unterwegs ein, zwei Päuschen einlegen. Ein, zwei Steinchen kloppen. Kann man ja immer mal brauchen. Oh, kleinen Moment im Halse. Tobt was? So, da bin ich wieder. Dieses Mal halt mit raustappen. Ich brüll euch ungerne an und huste euch nicht gerne ins Ohr. So, nehmen wir hier auch noch etwas Holz mit. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, also wir müssen unbedingt mal schauen, irgendwo so zumindest ein Haus mit Feuerstelle. Mit Schmelze wäre gar nicht mal übel. Damit man ja zumindest etwas schmieden könnten. Wäre eigentlich hier der passende Ort für so ein Haus. Also ich sage jetzt mal, Haus erscheine. Hallo, Haus. Nö, die Hütte will nicht. Gut, suchen wir es halt. Irgendwo muss es ja eine geben. Ja, meine Dame, tut mir leid, ich bin leider etwas in Eile. Auch wenn ich nichts auf dem Terminplan habe, aber mit dir kuscheln ist nicht drin. Ja, ich weiß nicht, wie ihr Auto fahrt. Ja, wir sind da und natürlich, wo geht der Weg hin? Ich sag nix. Dann ist es auch verständlich, wieso hier eine Straße hochging, die ich einfach nicht gesehen habe. Oh, ein Nachtsichtgerät. Na, das ist toll. Ist es so eines mit Kopfschmerzen inbegriffen? Ein grüner Pistolenlauf. Pardon.
Ja, man kann sagen, gelohnt hat es sich auf jeden Fall. Hat sich jetzt wirklich gelohnt. Schon nur den Bauplänen wegen kann man mal dann schauen, was wir überhaupt für die Feuerpfeile bräuchten. Jetzt zirpt es mir ins Ohr. Wo denn? Ich bin ja schon weg. Die Feuerpfeile. Wieso finde ich die hier nicht? Die müssten ja herstellbar sein, oder sind die nur an einer Werkbank herstellbar? Ja, Pfeile, Donnerbüchse. Ja, Feuerpfeil hier. Ja, klar. Schießpulver, Talg. So, musste ich mich noch mal kurz muten. Heute ist aber auch wieder verhext. Man hört es meiner Stimme an. Ja gut, die Feuerpfeile. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da zwangsläufig eine Werkbank dazu benötigen. Ja. Kann sein, werden wir rausfinden. Das Material habe ich ja soweit. Ja, kriegst du was. Futter du mal was. Und da ich eh schon das Inventar volle habe, ziehen wir mal durch. Ja, Tag 14. Das heißt, nicht mehr lange bis zur nächsten großen Horde. Wir werden wahrscheinlich. Ja, einfach mal noch etwas hier rum sein. Wir haben ja noch ein Gefängnis zum Untersuchen, etliche Gebäude zum Untersuchen. Wir haben eine Kirche, ein Filmpalast, ein kleines Kino. Und ja, es gibt noch viel, das wir anschauen werden. Bis zur großen Horde verbleibt uns noch etwas. Also langweilig wird es nicht. Noch einige Tresore warten auf uns. Ich hoffe, wir finden zumindest eine Metall. Spitzhacke. Ja, Treppenaufstieg, nichts für Eilige.
Voilà. Aber geht. Und sonst können wir dann immer noch weiter. Ja, wir haben 14 Uhr. Wir werden noch ausladen. Kann sicher mal das komplette Matt noch ausladen und wer weiß, vielleicht uns schon wieder auf die Socken machen, zumindest noch etwas Holz und Co. holen. Ja, schauen wir es uns an. Auf jeden Fall, ich nehme jetzt schon mal das. Nee, nehme ich nicht. Jetzt nehme ich das Talg raus. Ja. Ich würde meinen, das war es für diese Folge. Und ja, wie gesagt, in der nächsten Folge sind noch Vorbereitungen für den nächsten Veralhorden-Tag, also respektive die nächste Veralhorden-Nacht, die ich gerne in der Mausefalle unten verbringen würde, hier hinten in unserem Bunker. Ja, wie wir das fertig bringen und ob wir überleben, werden wir sehen. Aber zuerst mal Vorbereitungen und alles Mögliche. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zur nächsten Folge. Bis denn dann, euer Sir Bones.